Guten Morgen, Leute, hier bin ich schon wieder unterwegs. Es geht einmal nach Essen, einmal ins Ruhrgebiet in Deutschland. Ja, Leute, da fahre ich diesmal hinne. Ja, Leute, ich bin heute sehr spät losgekommen. War nicht anders möglich, weil das Auto meint, mal wieder nicht anspringen zu müssen. Ja, Starthilfe gekriegt und ja, dann ging es weiter. Ja, ausgeladen, umgeladen. Ja, wie auch immer, wir sind jetzt unterwegs zum ersten Kunden. Ich glaube, heute Abend komme ich nach Hause. Wenn es nicht schief geht, wenn die Fahrzeit nicht voll ist, dann komme ich nach Hause. Sollte es schief gehen, habe ich Pech gehabt, dann ist es nun mal so. Ja, Leute, ich bin wieder unterwegs. Wenn euch dieses Video hier gefällt, dann liked es. Und wenn ihr mich weiterverfolgen will, drückt schön die Glocke. Nein, aua! Nicht mich hauen. Aua, das hat aber weh. Böse Hand. Ja, Spaß muss sein. Ja, Leute, also, Leute, wie es auch immer so ist, bin ich heute mal verspätet losgekommen. Ja, geplant war es nicht. Es war anders geplant, dass ich da schnell durchziehen kann, schnell loskomme. Aber war natürlich nicht so. Na, ich musste ja auch noch tanken, musste es wieder aufladen, alles. Ja, und muss mich auch immer wieder wiegen lassen. Ja, so ist das nun mal die Arbeit. Die Arbeit ruft. Ja, ich fahre jetzt zum ersten Kunden. Das letzte Woche, das können wir wieder abhaken. Alles wieder gut. Ja, die haben nicht gemäkelt, die Dispo hat alles so akzeptiert, wie ich es gesagt habe. Es ist nun mal so, müssen sie halt selbst klären. Werden sie auch klären. Ich habe auch gesagt, ich habe keinen mehr erreichen können. Was soll ich machen? Na, da stehen bleiben wäre auch falsch gewesen. Also bin ich zurückgefahren. Das habe ich schon mal richtig gemacht. Ja, Leute, so ist das einfach. Ich fahre vom einen Stau zum anderen. Eben war hier ein Unfall. Da stand ich aber nicht viel. Da bin ich recht gut durchgekommen. Die Sonne scheint, die Sonne lacht. Gute Laune ist dabei. Ja, jetzt warte ich nur noch auf euch, was die App angeht. Sagen wir mal so. Kamerastativ ist gekauft. Wie ich die Kamera ins Auto anbringe, weiß ich noch nicht. Da werde ich hoffentlich noch was finden. Ja, sage ich doch. Ich fahre jetzt in den Stau hinein. Ja, Leute, es kippt immer wieder um. Aber diesmal klappt es, dass er nicht die Stopptaste drückt. Ja, Leute, so ist das. Was soll ich noch sagen? Ich hoffe, dass ich heute nach Hause komme, dass ich vielleicht noch mal eine Runde in meinem Bett pennen kann. Ich weiß nicht, da penne ich irgendwie besser zu Hause. Aber mal schauen, was noch so kommt, was mich noch so überraschen lässt. Vielleicht schaffe ich es heute noch zu entladen, zu beladen, dass ich morgen dann nur noch losfahren muss. Wir werden sehen, was noch die Zeit so sagt, was die Zeit so bringt. Vielleicht fahre ich auch heute Abend nur wieder rein, parke es ab und fahre nach Hause. Wir werden es sehen. Lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Wochenstart in den Montag hinein. Das gestern mit dem Spielen, das fand ich echt mega nice, dass so mal meine Gruppe komplett voll war. Naja, gut, dass das mit Ikea so ein bisschen, mit dieser Ikea-Map schief gegangen ist, fand ich ein bisschen schade. Dass da manche runtergefallen sind, warum auch immer. Da müssen wir wohl mal eine andere Karte finden, wo ja alle Leute man unterbringt. Und keiner halt runtersegelt. Ich sage auch immer so, ihr müsst auch nicht zum Esel laufen und da die Karte runterspringen. Ja, Leute, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Vielleicht klappt es mal bei den 1000 Abonnenten mit dem Skin-Talk-Contest. Und ja, ich arbeite weiterhin darauf hin, dass wir mal 1000 Abonnenten haben. Ich finde es schon nice, dass ich ja 158, glaube ich, jetzt haben. Ich bin euch echt mega dankbar für die Unterstützung. Unterstützt mich weiter, den einen oder anderen Abonnenten würde ich auch gerne besuchen, kennenlernen, wie er so ist, was er so macht, was er so treibt. Und ja, Leute, wir sehen uns, macht es gut, haut rein, wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns morgen vielleicht im nächsten Video. Bis dann, bye bye, macht's gut. Und ja, im Moment ist der Stau nur auf einer Seite.